Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie entwickle ich Lösungen für Prüfungsfragen. Hier geht es einfach darum, das Personalmarketing sollen wir hier beschreiben. Was ist Personalmarketing? Also, Personalmarketing ist Marketing in Bezug auf Personal. Das heißt, es geht darum, Personal zu gewinnen. Und in der heutigen Zeit auch immer mehr zu halten. Personal wird knapp, Fachkräfte werden knapp in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, wir sind im Moment jetzt schon in den Anfängen. Gewinnen und halten, dieses Halten wird immer wichtiger und auch das ist Personalmarketing. Also das ist zunächst einmal sozusagen das Ziel. Das Ziel oder der Zweck von Personalmarketing. Die nächste Frage ist, was sind dann die Mittel, um das zu tun? Nun, da es Marketing heißt, haben wir, das kennen Sie im Marketing, die vier klassischen Instrumente. Product, Price, Place, Promotion oder auf Deutsch Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik. Also fangen wir an mit dem Produkt, mit der Produktpolitik. Was ist das Produkt, das wir anbieten? Nun, das ist die Stelle. Das ist die Stelle. Was ist die Preispolitik? Nun, das ist das Gehalt, das wir anbieten. Gehalt plus weiteres, ja, plus Punkt, Punkt, Punkt. Dienstwagen, Alterssicherung, Boni, Gratifikationen, Erfolgsbeteiligung. Also das wäre jetzt ein eigenes Video. Also plus Punkt, Punkt, Punkt. Das ist alles Preispolitik, denn zur Preispolitik gehören im Marketing, im klassischen Marketing, auch die Rabatte, Zahlungs- und Lieferbedingungen. Also auch hier hat man ein umfassendes Verständnis. Es ist nicht nur der Preis, hier ist es nicht nur das Gehalt, sondern plus Punkt, Punkt, Punkt. Distribution und Kommunikation können wir zusammenfassen. Hier geht es darum, das Ganze bekannt zu machen. Das ist die Stellenausschreibung, generell die Kommunikation über das Unternehmen. Wenn jemand sagt, ich habe eine neue Stelle, dann fragt natürlich jeder, wo? Und dann ist es wichtig, das heißt hier im Rahmen der Kommunikationspolitik kommt es wesentlich natürlich auch, drauf an, auf Imagebildung. Employee Branding ist so ein Schlagwort der letzten Jahre. Employee Branding, das heißt eine Arbeitgebermarke aufbauen, das ist ein wesentliches Instrument hier der Kommunikationspolitik. Okay, damit haben wir das Personalmarketing zunächst einmal beschrieben. Wir haben das Ziel und die Mittel herausgearbeitet und im nächsten Video gehen wir dann noch auf weitere Instrumente ein. Das heißt, wir gehen hier noch eine Ebene tiefer und schauen uns konkrete Instrumente an. Bis dahin, vielen Dank, Marius Ebert. Denken Sie daran, klicken Sie in meinen Shop, dort finden Sie wertvolle Lernhilfen. Klicken Sie auf www.spaßlerndenk-shop.de.